Hallöchen, meine Lieben. Heute ist der Samstag und ich habe richtig ausgeschlafen, ja. Und jetzt ist so schönes Wetter, das ist sogar etwas hell. Ich zeige euch mal einfach, falls ihr was seht. Wow, ist ein bisschen hell, so scheint die Sonne. Und deshalb gehen wir, ich sage jetzt mal richtig spazieren. Wo gehen wir denn spazieren? Weißt du nicht? Ich auch noch nicht. Und deshalb. Um ein bisschen Zeit zu sparen, gibt es dann jetzt nur ein Brötchen als Mittagessen. Ja. Ich denke mal, ich werde hinterher noch was kochen. Oder auch mal nicht. Ich gucke mal so, wie ich Lust habe. Auf jeden Fall wird jetzt schnell ein Brötchen gegessen, dass wir dann los können. Ne? Wo wird sich noch zeigen? Irgendwo, wo es schön ist. Stunden sind wir jetzt schon unterwegs. War jetzt ein guter Einstieg. Jetzt sind wir nämlich auf dem Nachhauseweg. Ja, weil wir keine Lust mehr haben. War aber sehr schön, ne? Schön gesessen in der Sonne und so. Die erste Sonne mal wieder in diesem Jahr. Muss man ja ausnutzen. Oh, wir haben wirklich kurz vor 5. Oh mein Gott. Gut, dann geht's jetzt ab nach Hause, ne? Guten Abend, Leute. Es ist Abendbrotzeit. Ja, nach dem Spaziergang hat man richtig Hunger. Ja. Eigentlich viel zu spät, aber dass wir so lange unterwegs waren, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ne? War nicht so geplant. Ne? Aber die ersten Sonnenstrahlen will man ja auch genießen. Ne? Da muss man ja nur raus, raus, raus. Ne? Es gibt gefüllte Paprika. Ja. Habe ich jetzt auch richtig Lust drauf. Dafür brauchen wir eine Schalotte. Vegetarisches Bio-Tofu-Gehacktes. So. Das ist natürlich zu viel. Aber ich habe noch ein halbes. Das ist ein bisschen wenig irgendwie. So. So eine Mitte, so. Eine Mitte von der Mitte. Ein L brauchen wir. Ist nur noch eins da. Und Reis natürlich. Reis werde ich meiner Mama mitkochen, weil sie ist hier nach Kassel. Ja. Gut, dann fangen wir an. Mit dem Gehackten, ne? Ja. Ja, ja, ja. Ne, mit der Zwiebel. Ich stehe erstmal, ich sitze schon mal hinter mir. Die Schalotte ist schon mal fertig.
Versuchen wir uns jetzt mal hier an diesem Garten. Ja, ich weiß nicht, ich werde jetzt mal so ein Viertel überlassen. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil, ne? Was soll ich mit dem Viertel noch anfangen, ne? ja. Dann kommt das in die Schüssel. Zwiebeln auch schon dazu, ja. Und dann werden wir Matschi Matschi machen. So. Extrem lecker. Aber es wird jetzt noch leckerer. Jetzt kommt nämlich das Ei dazu. Das wird jetzt richtig lecker. Mmh. Boah, ist so kalt, ne? Ist ja schon fast schockgefroren, ne? Ehrlich. Ja. Ich mag das nicht. Würzen wir das mit Salz. Pfeffer. Ein bisschen Knobi. Bisschen Paprika. So. Dann kommt jetzt die Paprika dran. Die muss jetzt anlaufen. So. Haben wir ausgehöhlt. No. Und dann befüllen wir jetzt die Paprika. Die schief steht. So. Also das halbe wäre echt zu wenig gewesen. Fertig. Die kommt jetzt in den Backofen. Und dann geht's weiter mit dem Reis. So, dann muss das jetzt ein bisschen kochen. Wiegen wir schon mal den Reis ab. Moment. Oh Gott. Es ist so hoch hier in der Küche, ne? Du musst so. So. Das Wasser kocht. Halbwegs. Da kommt jetzt der Reis rein, den wir so abgewogen haben. Prima down, ne? Voila. Und dann war's das auch. Hier kocht schon das Hühnerfrikassee. Vielleicht sind es 18 Minuten, ne? Stand da. Machen wir mal die goldene Mitte, ne? Ja, meine Lieben, das war's. So sieht's dann fertig aus. So, das Essen ist fertig. So sieht es aus, ja. Bin mal gespannt, ob es wieder so schmeckt wie beim letzten Mal. So sieht das Hühnerfrikassee aus. Guten Appetit. Danke auch so. Bis später. Ach, bis später. Bis morgen. So.